Lokal, emotional, genial. Reportagen und Stories, die tiefer gehen. Diese Woche im Stadtblatt. Die deutsche Maren Hofmeister hat mit 15. April die künstlerische Leitung der Stiftung Mozarteum übernommen. Im Stadtblatt-Chefinnen-Gespräch spricht sie über die Faszination Mozart, die Menschlichkeit in seiner Musik und das, was sie an Salzburg besonders schätzt. Dazu zählen nicht nur, aber auch Cremeschnitten und Pistazieneis. Stadtblatt Salzburg. Einfach näher dran.